ein ganz herzliches Willkommen zu dem zweiten und leider auch letzten Video vom Hoppeländer auf unserem Kanal. Bevor wir überhaupt starten, möchte ich, dass ihr als allererstes, wenn ihr es noch nicht getan habt, bei meinem letzten Video vorbeischaut. Jetzt starten wir aber auch schon mit dem heutigen Thema. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich mal euch 10 Tipps im Winter bei Kaninchen gebe. Ich hoffe, ich kann euch etwas helfen. Wie auch schon im letzten Video ist auch in dem heutigen Video ein Buchstabe versteckt. Also haltet die Augen offen. Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß beim Video. Der erste wichtige Punkt ist, dass eure Kaninchen genug Heu und Stroh haben, denn sie brauchen das, um sich kleine Mulden oder auch Höhlen zu bauen. Dann gebe ich euch noch den Tipp, dass wenn es bei euch geschneit hat, ihr statt Wasser Schnee in den Wassernapf füllt. Das ist praktisch, denn wenn es kalt ist und das Wasser einfriert, braucht ihr es in dem Fall gar nicht mehr austauschen. Jetzt kommt auch schon der dritte Tipp. Und zwar könnt ihr euren Stall mit Decken auspolstern. Bei uns hat sozusagen mein Vater Rollladen für die Kaninchen gebaut. Man muss aber keine Decken nehmen, sondern man kann auch Kokosmatten nehmen. Die sind gar nicht schädlich für Kaninchen und sind sogar auch gutes Nistmaterial. Diese kann man auch ganz einfach mit Schrauben an dem Stall befestigen. Dann gibt es auch noch eine andere Variante, und zwar könnt ihr auch Isoliermatten nehmen. In unserem Fall haben wir eine ganz einfache Sportmatte genommen. Diese hält auch ganz gut die Kälte ab. Ab und zu könnt ihr natürlich auch mal euren Kaninchen Trockenkräuter verfüttern. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das Frischfutter das Hauptfutter bleibt. Also verfüttert euren Kaninchen nicht jeden Tag Trockenkräuter. Wichtig ist auch bei den kalten Temperaturen, dass ihr das Futter regelmäßig mit dem Wasser zusammen wechselt, damit dies nicht einfriert. Jetzt ist auch schon der sechste Tipp dran. Und zwar könnt ihr bei den kalten Temperaturen einen Plastikteller benutzen fürs Futter, damit es nicht so schnell einfriert. Nun ist auch wichtig, dass ihr nicht zu viel im Gehege stehen habt, denn eure Kaninchen müssen sich auch im Winter sehr viel bewegen, damit ihnen nicht kalt wird, sonst sitzen sie immer nur dort. Dann ist es auch noch ganz schön, wenn ihr oft mit euren Kaninchen kuschelt, denn das gibt ihnen Zuneigung, aber auch Wärme. Es ist auch noch praktisch, dass ihr eure Kaninchen im Winter etwas mehr und öfters wiegt als normalerweise, denn dann könnt ihr sehen, ob die Kaninchen abgenommen haben oder auch zugenommen haben, weil das öfters mal der Fall sein kann. Zu Schluss gebe ich euch noch einen Tipp. Und zwar zieht euch im Winter immer warm an, eine dicke Jacke und auch dicke Schuhe, die eure Füße vor Kälte schützen. So Leute, an dieser Stelle würde ich jetzt auch schon wieder dieses Video beenden. Ich hoffe, ich konnte euch 10 gute Tipps geben, wie ihr eure Kaninchen gut verpflegen könnt im Winter. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr den Lösungsbuchstaben für den Lösungssatz vom Hoppeländer finden konntet. Also Leute, tschüss, bis zum nächsten Video.